Wir sind vom Team Natürlicht. Wir haben einen neuen Materialansatz entwickelt, der aus unserer Sicht das Potenzial hat für die Kreislaufwirtschaft. Und wir stellen das erste, weltweit erste, vollständig umweltfreundliche Teelicht her. Das Teelicht ist erstmal ein Produkt, was heutzutage mit einer Aluminiumhülle daherkommt oder einer Kunststoffhülle. Das können wir besser machen. Das Material ist erstmal in alle Formen zu bringen, also formbringbar. Wir können es unheimlich kostengünstig herstellen, also es muss gar nicht gebrannt werden. Es ist vielleicht ähnlich wie Beton, aber Beton ist eben nicht umweltfreundlich. So von sich aus ist das Material auf jeden Fall unbrennbar. Das kann atmungsaktiv sein, das kann aber auch geschlossen sein. Dann ist es dicht für Flüssigkeiten. Es ist auch isolierend, also hat eine isolierende Eigenschaft. Für das Teelicht ist es jetzt ganz toll, dass wir uns nicht die Finger verbrennen, wenn wir es anzünden oder wenn wir es anfassen. Wir hinterlassen auch keine Brandstellen an der Unterfläche, so wie das üblich ist bei Aluminium-Teelichtern. Wir haben auch noch den Dochthalter verändert. Wir machen nämlich den Dochthalter aus unserem gleichen Material. Unsere Rohstoffe kommen auch aus der Region Mitteldeutschland. So sparen wir uns ohnehin weite Anfahrtwege. So, am Ende des Produktlebenszyklus stellt sich die Frage, wie entsorge ich ein Produkt? Können wir es recyceln? Ja, wir können es recyceln, aber noch viel besser, wir können das Material in den Boden einbringen. Dort sorgt es für die Verbesserung der Aufnahme und Speicherkapazität von Regenwasser.